Das neu gebaute Unternehmen Hürmanns-Eder in Haag am Hausruck feiert große Eröffnung. Wir haben ganz groß gefeiert, ja. Wir sind 400 Leute und feiern unser Eröffnungsfest heute, genau, von der Firma Hürmanns-Eder. Wer ist unter den Gästen? Ja, Gäste sind viele Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, eigentlich alle, die jetzt irgendwie am Neubau beteiligt waren. Die Mitarbeiter haben sich das verdient, weil ohne die Mitarbeiter hätten wir jetzt nicht das Gebäude da stehen, wo wir jetzt sind. Sie haben drei herausfordernde Jahre gehabt mit Corona und Auftragslage war immer über 100% und ohne die Mitarbeiter hat man das nie geschafft. Vater Josef Hürmanns-Eder hat den Betrieb 1986 durch den Kauf der Glaserei Rabel in Haag gegründet und nach durch weitere Sparten ergänzt und kontinuierlich wachsen lassen. Wie schon Firmengründer Josef, so setzt auch die junge Generation, die Geschwister Josef und Elisabeth, gemeinsam mit dem zweiten Geschäftsführer Wolfgang Ank-Leitner auf Tradition mit Zukunft. Wir sind einfach ein Familienbetrieb. Mein Papa hat die Firma eröffnet, mein Bruder hat die Firma übernommen, wir tun es gemeinsam Firmen mit Ank-Leitner Wolfgang und es ist einfach wirklich ein Familienbetrieb und das Wirgefühl, das haben wir einfach. Das zeichnet uns aus. Du musst die Jungen werken lassen, wenn er es kann, kann er es. Und wenn er nicht kann, das sehen wir nachher eben. Und die können es mal. Wenn du da nicht stolz bist drauf, dann hast du es selber schon. Wir haben da ein neues Firmengebäude für alle unsere Sparten gebaut. Wir haben jetzt einen Empfang gehabt. Während dem Empfang haben wir Firmenführungen gemacht für alle Interessierten. Und ja, da kann man halt richtig feiern dann. Die Kunden bekommen bei Hürmanns-Eder GmbH in Haag am Hausruck als Komplettanbieter in den Sparten Baumeister, Zimmerei, Spenglerei, Dachdeckerei und Glaserei alles aus einer Hand. Die Firma ist insofern toll, weil wir in Haag als MKW expandiert haben. Das war gut. Sie haben ihren Zeitplan eingehalten, wir haben unseren Zeitplan eingehalten und das hat super funktioniert. 110 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen heute. Sie alle sind Teil der großen Familie Hürmanns-Eder. Wir haben immer Gaudi, der Spaß darf nicht zu kurz kommen und für mich ist das auch ein Motto, wie für viele andere, wenn wir nicht mehr drüber lachen können, dann müssen wir eh aufhören. Und wir lachen jeden Tag, wir fahren gern her. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von der Firma Hürmanns-Eder. Wir haben das Projekt tadellos umgesetzt, alles aus seiner Hand und das war mir auch sehr viel wert. Der Neubau, eine Vervierfachung der Fläche und man spürt diesen Zusammenhalt, diese Kraft, wo die Baubranche ja eigentlich jammert, da geht es nach vorne und der Platz wird schon wieder zwängt, von den nächsten Investitionen wird schon wieder gesprochen, ein Traum. Und das Netzwerk heutzutage auch ganz wichtig und ich glaube das beste Beispiel dafür, dass sowas im Innviertel, Hausruckviertel gut funktioniert. Auf diese Weise ist zukunftsfähiges und vor allem stressfreies Bauen garantiert. Oder kurz zusammengefasst von Josef Hürmanns-Eder Junior. Bleibt's geil. Anlässlich des 600. Geburtstages des Astronomen Georg von Peuerbach fand letztes Jahr die bislang zweite Kommunale Oberösterreich unter dem Motto Kosmos – Neue Welten statt und erfüllte Peuerbach 5 Monate lang mit Kunst, Kultur und Wissenschaft. Nach einer kurzen Umbauphase wurde die Ausstellung Kosmos – Neue Welten – Georg von Peuerbach und sein Vermächtnis im Schlossmuseum Peuerbach nun für den Dauerbetrieb geöffnet und bietet künftig ein spannendes Vermittlungsprogramm für alle Freundinnen und Freunde der Astronomie und Weltraumfahrt. Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Internationale Pferdefachmesse Pferdwels von 9. bis 12. Mai mit jeder Menge Highlights. 220 Aussteller, pures Shoppingerlebnis, CSNA Einstein Springturnier, Western Horse Show, Voltigierturnier und Indoor Cross, Zucht- und Verkaufsschauen, Social Media Stars sowie 4 Shows nach der Pferde. Tickets und Infos auf pferd-wels.at. Die Digitalisierung erobert auch die geheimnisvolle Welt der Erdstelle. Der FH Oberösterreich Campus Wels hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese von Menschenhand erschaffenen unterirdischen Strukturen mithilfe modernster Technologien zu erfassen und zu bewahren. Das Projekt markiert einen Meilenstein in der Erforschung und Erhaltung dieses einzigartigen kulturellen Erbes. Die 3D-Vermessung des Erdstalls von Unterstetten in der Gemeinde Tollet ist ein bemerkenswertes Beispiel für diese unterirdischen Anlagen, die in Süddeutschland, Österreich und in Teilen Europas gefunden werden.
Dieser Erdstall ist vor 800 Jahren entstanden, ist 35 Meter lang, reicht 7 Meter unter die Erdoberfläche und besteht aus 7 Räumen und 6 Verbindungsschlüpfen. Reden wir KI. Spätestens seit dem Hype von ChatGPT ist KI in aller Munde. Doch wie funktioniert künstliche Intelligenz und wohin geht die KI-Reise? Der Rotary Club Peuerbach hat zu einem Infoabend mit hochkarätigen Gästen geladen, mit Live-Zuschaltung des ehemaligen Vizepräsidenten von Google, selbst gebürtiger Peuerbacher Gerhard Eschelbeck, direkt aus dem Silicon Valley. Ich denke, das Video, das ich mitgebracht habe, zeigt ein bisschen auch einen Einblick, gibt einen Einblick in das Cockpit unserer Trucks, unserer Lastwagen, die wir automatisch autonom fahren. Man sieht das sehr gut jetzt in diesem Video, wo das Fahrzeug also kontinuierlich schaut, wo ist freier Weg zu machen, wo muss Fahrbahnwechsel gemacht werden. Er ist jetzt sehr auf autonomes Fahren. Das ist natürlich eine ganz interessante Sache. Ich glaube, dass das alles eigentlich schon funktioniert. Es ist aber eh gut, wenn man es noch nicht alles erlaubt. KI hat Parallelen zum menschlichen Gehirn. Die Zukunft könnte lauten, lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit. Das Überraschende war, dass diese großen Modelle dann auf einmal logisch schließen können, obwohl man es nicht für logisch schließen trainiert hat. Also irgendwas dürfte man sozusagen erwischt haben vom Nachbar des Gehirns, dass durch Lernen die Dinge besser werden. Das Startup-Unternehmen Capture setzt für die Vermessung und Digitalisierung KI-gesteuerte Kameras sowie einen Roboterhund ein. Also wir nutzen mobile Trägerplattformen, um Gebäude zu digitalisieren, unter anderem an den Menschen, um durch Gebäude durchzugehen und dann wie in Form von IKEA zum Beispiel die Stores zu digitalisieren und dort wertvolle Informationen rauszuziehen. KI ist nicht mehr zu stoppen. Sie bietet sowohl Chancen als auch Gefahren. Ich glaube, die Chancen überwiegen. Die Chancen sind dazu da, um einfach repetitive Aufgaben, die man immer wieder wiederholen muss, durch KI zu lösen. Die künstliche Intelligenz wird uns eine Art von neuen Zeitalter bringen. Wie weit das gehen wird, wissen wir noch nicht. In den nächsten 12 Monaten, da wird einfach ein Tal der Ernüchterung kommen. Jetzt viel, viel ausprobierter und automatisierter. Es wird sich dann wirklich herausstellen, was macht Sinn. Die größte Gefahr aber sieht Bildungsexperte Georg König bei KI in den Social-Media-Kanälen. Wenn ich der KI übertrage, nur die politischen Informationen mir zu liefern, die mir gefallen, dann lande ich als Gesellschaft notwendigerweise in einer Meinungsblase. Wir sehen das Massenexperiment in den USA, dann entstehen Gesellschaften, Teilgesellschaften, die sich nicht mehr miteinander verstehen. Und das sehe ich für ganz Europa auch als große Gefahr. Die Veranstaltung des Rotary Clubs Peuerbach dient in gewohnter Manier auch dem guten Zweck. So treffen traditionell gelebtes Miteinander und modernste Forschung aufeinander. Am Samstag fand der 21. Pichler-Imbachtal-Lauf statt und die Teilnehmerzahlen sprechen für sich. Insgesamt 494 Läuferinnen und Läufer nahmen an diesem herausfordernden Event teil. Bei Kaiserwetter stellten die Athletinnen und Athleten ihre Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis. 209 Kinder eröffneten den Bewerb, bevor 211 Erwachsene zum Haupt- und Hobbylauf starteten. Den Abschluss bildete der Staffellauf mit 14 Teams aus Pichl, die alles gaben, um die einzigartigen Preise zu gewinnen. Mitmachen. Staunen. Entdecken. Wissenschaft hautnah erleben bei der Langen Nacht der Forschung am 24. Mai in ganz Österreich bei freiem Eintritt. Oberösterreich zeigt Herz. Oberösterreich hält zusammen. Oberösterreich hilft sich gegenseitig. Oberösterreich bist du. Oberösterreich sind wir. Gemeinsam fällt vieles leichter. Sei dabei, zeig Herz und Engagement auf zeig-herz.at und treffpunkt-ehrenamt.at. Mit dem Tag der Arbeit begann für die Bundesliga-Teams der Männer und Frauen der UFG-Sparkasse Grieskirchen-Pötting die Frühjahrssaison im Meister-Playoff.
Mit dabei ist auch Neuzugang Daniel Kraus, der die Trattnachtaler auf der Angreiferposition verstärkt. Es ist das Highlight des Sommers, das legendäre Event auf dem Thermengelände. Auch in diesem Jahr bringen die Euro-Thermen und der ORF tolle Stimmung und hochkarätige Musikacts auf die Bühne. Patrick Huchhauser, Geschäftsführer der Euro-Thermen, zum Event: Wir freuen uns schon sehr darauf, mit unseren Gästen und Freunden zu feiern. Das Sommer Open Air ist jedes Jahr der Höhepunkt des Euro-Thermen-Sommers. Auf der sommerlichen Bühne stehen Christina Stürmer, Granada, Insieme und Jakob Elias. Frühlingskonzert beim Musikverein Prambach-Kirchen. 40 Musiker begeistern dieses Jahr noch einmal in ihrer alten Tracht das heimische Publikum. Diese wird schon seit 24 Jahren getragen und darf sich nun bald zur Reihe der historischen Uniformen gesellen. Interessant für die Besucher: erstmals wird die neue Tracht präsentiert. In Serie getragen wird sie 2025 im Zuge des großen Jubiläums des Musikvereins. Er feiert sein 130-jähriges Bestehen mit einem beeindruckenden Bezirksmusikfest. Unser Motto ist Miteinander im Musikwand und soll auch ein bisschen einen Zusammenhang herstellen zu unserer neuen Tracht, die wir jetzt kriegen, und einfach das Gemeinsame beim Musizieren. Wir haben einfach bei den Gemeindefarben Blim. Das Westerl wird ein frisches Blau haben, der Sakko wird in einem frischen Rot kommen und der Hut wird auch neu, ist auch neu designt worden. Ein gescheites Schuhwerk gehört natürlich dazu mit Säckel, Lederhosen wird Ziegenleder werden, einheitlich braun. Die junge Musikkapelle zeigt ihr Können mit einer großen Bandbreite an Musikstücken. Die 21-jährige Solistin Hanna Reiter brilliert auf ihrer Klarinette. Also wir haben ein Stück ausgesucht, was gefühlvoll ist, und es geht um die Emotionen. Wir wollen das eben ausdrücken, dass man mit langsamer Musik auch mindestens so viele Gefühle transportieren kann. Die Blasmusik ist vielseitig und das wollen wir unter Beweis stellen. Zahlreiche Auszeichnungen für die langjährige Treue aktiver Musiker zeugen von einem starken Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Weil das einfach eine Freude macht bei der Musik, die Gemeinschaft, das Miteinander, das Musizieren, die Leute Freude machen in gute und in schlechte Zeiten, das ist einfach klasse. Also wir haben einige Familien, wo die Väter, die Mütter, die Kinder, die Enkelkinder da sind. Da möchte ich hervorheben die Familie Bauerrecker, die Familie Humer. Ich habe auch das Glück, dass ich meine eigenen beiden Kinder bei der Musik haben kann. Das macht mich stolz und ist einfach wichtig. Die Freiheit ist der kostbarste Teil des Menschen, hatte einst schon der heilige Franz von Sales festgestellt. Die Musik ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil für den Menschen. Ich erlebe Musik auch immer als einen höchsten Ausdruck der Freiheit, auch als ein Aussprechen der Freiheit, wo hin und wieder das Wort fehlt, aber das Gefühl noch da ist. Und das erleben wir heute an diesem Abend in einer besonderen Weise mit ganz tollen Musikstücken und sensationellen Musikern. Der heimische Musikverein spielt das ganze Jahr über in Prambach-Kirchen auf, wie etwa beim traditionellen Maiblasen, und verleiht somit in der ganzen Gemeinde mit der Musik auch der Freiheit Flügel. Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder die traditionell beliebte Sandaktion des ÖAAB Griskirchen statt. 10 Tonnen Sand mit Zitronenduft, gesponsert von der Firma Held und Franke, konnten sich Griskirchner Familien am 13. April wieder gratis abholen. Kinder bekamen zusätzlich vom ÖAAB noch Sandspielzeug geschenkt. Wer ging sein Durst, ein gutes Wasser trinkt, was wohnt wieder außerkommt, das ist und stinkt. Aber verloren ist nicht, kann ich's bescheinigen, dorns in der Kläranlage mit fein reinigen. Eine Initiative des Oberösterreichischen Umwelt- und Klimalandesrates. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Song Contest Starterin Karlin über Erfolg und Familie und Perfect Mom. Wie Social Media Mütter unter Druck setzt. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel.
Oberösterreichs Skisprungfans hatten in der gerade zu Ende gegangenen Saison viele Male Grund zu jubeln. Verantwortlich dafür zeichneten Jacqueline Seifritzberger, Sarah Schuller, Julia Mühlbacher und Michael Heiböck, die mit sensationellen Leistungen aufzeigten, Grund genug, um die erfolgreichen Athleten vor ihrer wohlverdienten Pause noch einmal ordentlich zu feiern. Deshalb lud der UVB Hinzenbach zum großen Empfang in die Energie AG Arena Hinzenbach. Fashion-Uniform, mein Liebster, der einen Traumjob über den Wolken hat, mein Held, der Lüfte. Das ist Flugbegleiter Bernhard. Er ist eben erst mit seiner Liebsten, der esoterischen Bianca, zusammengezogen. Die beiden wollen heiraten, aber das ist schon so eine Sache. Wann kommt denn der Haufen da endlich weg? Dann sieht man auch wieder, wie schön ich ausgemalt habe. Es geht natürlich um Alltagssorgen und Probleme. Also die Frau räumt nicht auf, der Mann ist zu pedantisch. Es sind so Themen, die aus dem Leben gegriffen sind. Und die bringen wir hier auf die Bühne. Aber es wird ein Happy End geben, so viel kann ich schon verraten. Es ist einfach der Alltag. Da gibt es Leute, die kriegen täglich bis zu, weiß ich nicht, 5 Backerl. Und man denkt immer, was bestöhnen die Leute? Und da gehört die Bianca halt auch dazu, ja. 2 Backerl, bitte sehr. Dankeschön. Bei dieser Welturaufführung, eine Frage der Ehe, rund um insgesamt 4 Männer und 4 Frauen, knistert es allerorts in Liebesdingen auf der Bühne. Etwa wenn Schamane Demetrius auf die evangelische Pfarrerin trifft, als auch beim coolen Schmarotzer Johnny und der anfangs biederen Südländerin. Auf das Leben! Schreibt das Leben die Geschichten? Ja, das tut es bei mir schon. Also ich versuche sehr aufmerksam durchs Leben zu gehen, mache mir immer wieder meine Notizen, wann ich interessante Menschen treffe oder interessante Begebenheiten sehe. Und was ist Ihr Geheimnis? Absolut erkenntnisreich, mit coolen Pointen, richtig, richtig lustig und für alle empfehlenswert. Weil das muss man echt gesehen haben, weil da werden manche Fragen beantwortet. Schon seit rund 300 Jahren wird hier in Lambach Theater gespielt, nach längeren Unterbrechungen wieder ab dem 21. Jahrhundert. Unter den Darstellern sind allesamt Menschen aus Oberösterreich, darunter auch der ehemalige Lambacher Bürgermeister, hier in der Rolle eines Schamanen. So neu, glaube ich, ist die Rolle gar nicht, dass man als Politiker verfolgt man durchaus auch und manchmal in die Rolle eines Schamanen. Wenn man sich die Politik jetzt so anschaut, der neueste Stand, da hat man das Gefühl, es sind viele Schamanen am Werk. Der Rassel fällt einem halt noch. Es war klar, dass er den Demetrius, den Schamanen, spielen wird. Er macht das ja auch ganz großartig, so wie alle aber auch ganz großartig sind. Für mein Empfinden ist das Ensemble des Barocktheater Lambach wirklich auf Profiniveau. Es ist unglaublich schön, dieses Theater, dass das so erhalten ist, originalgetreu aus dem Jahr 1760. Damals ist die Marie Antoinette nach Lambach gekommen und man hat dieses Theater für sie extra gebaut. Das hat richtig Geschichte. Ich bin ja da in die Schule gegangen, in den 70er Jahren. Da hat es schon gegeben, das Barocktheater. Dann war es lange im Dornröschenschlaf, dann wurde es Gottlob erweckt. Und seit 2012 gibt es unseren Verein Barocktheater Lambach. Seit Februar dürfen die Kinder und Jugendlichen des ÖTV Galsbachs mit zusätzlichen Geräten trainieren. 2 Flickflack-Trainer wurden uns von der Firma ET Import Export zur Verfügung gestellt, um vor allem, wie der Name bereits sagt, Flickflacks und Überschläge zu üben. Dabei wird nicht nur die Scheu vor dem Rückwärtsspringen genommen, sondern auch die Dehnung von Schultern, Rücken und Bauch für eben diese Tonelemente zu verbessern. Seit mehr als einem Jahr steht die Energie Ried und damit auch die politischen Entscheider der Stadt, Bürgermeister Bernhard Zwielehner sowie die beiden Vizebürgermeister Thomas Diem und Peter Stummer unter Beschuss.
Auf die anonym eingereichte Anzeige mit Anschuldigungen in 8 Punkten ist ein 800 Seiten langer Akt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz der WKStA, gefolgt. Das Grundproblem ist das, dass ich immer sage, man kann politisch anderer Meinung sein, man kann die auch öffentlich äußern, man kann auch das dokumentieren, ob es jetzt eine Zeitung einer Partei ist oder in der Öffentlichkeit durch Pressekonferenzen. Was neu in dieser Dimension aufgeschlagen ist, dass es eine strafrechtliche Anzeige gegeben hat für politische Entscheidungen, die durch Mehrheitsentscheidungen auch im Gemeinderat gedeckt waren. Wenn man in der Zeitung liest, dass die WKStA gegen wen ermittelt, man immer wieder liest, dass man mit untreuen Vorwürfen konfrontiert wird, dann macht es schon was mit an. Noch dazu, weil man ja in Wirklichkeit nur das Beste für das Unternehmen wollte, das Beste für die Stadt. Warum? Weil wir ein erfolgreiches Unternehmen brauchen. Man sieht es an dem heurigen Budget, ohne Gewinnausschüttung der Energie Ried wäre die Stadt Abgangsgemeinde oder eine Härteausgleichsgemeinde. Das neu vorliegende Gutachten des Landesrechnungshofes zu den diversen Vorwürfen, wie etwa Geschäftsführeruntreue, nicht legale Spendengelder sowie unklare Beschaffungsstrategien, entkräftigt nun die Anschuldigungen. Sondern vielmehr bestätigt der Landesrechnungshof uns in unserer Vorgehensweise, wo mehrmals drinnen steht, gerade diese Vorgehensweise seitens der Vizebürgermeister und des Bürgermeisters sind zum Wohle der Stadt und zum Wohle der Bürger entschieden worden und alles andere wäre sogar falsch gewesen. Es war eine ganz, ganz große Belastung, nicht nur für uns als Personen und unsere Familien, sondern auch für die ganze Stadt. Wir haben ganz, ganz viel investiert, Zeit investiert, Energie investiert im letzten Jahr. Das in der Pressekonferenz präsentierte Gutachten des Landesrechnungshofs widerlegt die einzelnen Punkte der schwer belastenden Kritik und bestätigt die Entscheidungen der handelnden Personen als ziel- und erfolgsorientiert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft könnten in der Folge eingestellt werden. Ja, das Ergebnis ist vom Landesrechnungshof ist hier. Es sind bei der Staatsanwaltschaft noch ein Verfahren anhängig und da hoffen wir, dass so bald wie möglich eingestellt wird. Die Situation ist jetzt so, dass wir mal reingewaschen worden sind durch den Rechnungshofbericht. Das heißt, es ist bestätigt worden, dass wir richtig gehandelt haben, dass das Unternehmen auch in ein gutes Fahrwasser wieder gekommen ist, dass das Unternehmen gut dasteht und mit dem Ingenieur Fritz Böttinger die richtige Person jetzt in diesem Unternehmen haben, der das sehr gut führt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Energie Ried als sogenanntes Stadtwerk soll sich jetzt wieder in erster Linie der eigentlichen Arbeit widmen dürfen und für die nötige energietechnische Versorgungssicherheit garantieren, zum Wohle der Stadt und ihren Bewohnern. Der 9-jährige Simon aus Obernberg am Inn leidet an der Krankheit Morbus Hunter, einer seltenen Stoffwechselerkrankung. Dadurch wird seine geistige sowie motorische Entwicklung stark verzögert, eine tägliche Herausforderung für ihn und seine Eltern, den Alltag zu meistern. Der Verein Engerl gibt's wirklich, startete deshalb einen Charity-Lauf rund um Oberösterreich mit den beiden Ultraläufern Günther Dieblinger und Christian Meierhofer. Start war am 22. April in Mülheim am Inn. Dann ging es in 10 Tagen rund 700 Kilometer und 11.000 Höhenmeter einmal ums Landl für Simon. Mit dem Charity-Lauf sollen Spenden für den Ankauf von Eingangsrampe, Rollstuhl und ein Treppenlift generiert werden. Oberösterreich zeigt Herz. Oberösterreich hält zusammen. Oberösterreich hilft sich gegenseitig. Oberösterreich bist du. Oberösterreich sind wir. Gemeinsam fällt vieles leichter. Sei dabei, zeig Herz und Engagement auf zeig-herz.at und treffpunkt-ehrenamt.at. Die Fussel-Modestraße verlängert ihre exklusive Partnerschaft mit der SV Guntermatik Ried auch in der nächsten Saison. Das Innviertler Familienunternehmen mit Stammsitz in Ort im Innkreis wird 2024/25 weiter auf den Hosen der SVR-Kicker vertreten sein und auch den Fussel-Wikinger-Kids-Corner wieder unterstützen. Sie möchten die historische Altstadt von Braunau erkunden, den sechsthöchsten Kirchturm Österreichs erklimmen und dabei das wundervolle Panorama über die Region des Entdeckerviertels genießen?
dann ist eine Führung zu den historischen Plätzen von Braunau am Inn genau das Richtige für Sie. Tauchen Sie mit den Stadtführern und Stadtführerinnen ein in das bunte Leben unserer Vorfahren. Es gibt viel zu entdecken. Enge Gässchen, der schöne gotische Stadtplatz, der Malerwinkel sowie der Palmpark und vieles mehr werden Sie mit Ihrem Charme bezaubern. Beim ersten Stammtischturnier am Golfplatz über den Dächern von Passau holte Ludwig Kagermeier den Bruttosieg. Er lag 3 Schläge über dem Platzstandard. Sonnige Tage und laue Nächte, das haben wir doch alle schon so nötig. Holen wir uns gemeinsam einen Hauch von Sommer ins Schlafzimmer mit neuen sommerlichen farbenfrohen Designs, Made in Europe. Denn auf die Herkunft legt Bettenammerer besonders viel Wert. Lassen wir die Sonne herein und holen uns die bunte Lebensfreude des Sommers mit angenehm kühlenden Sommerdecken nach Hause. Uns ist wichtig, wo die Ware herkommt. Wir schauen auf kurze Lieferwege. Unsere Zudecken kommen aus Österreich, aus Bayern oder Deutschland im weitesten Sinn. Wir schauen uns die Betriebsstätten an. Wir kennen unsere Hersteller. Jetzt wird langsam Zeit, an die Sommerdecken zu denken. Für den Übergang empfiehlt sich ein Kamelhaardecken. Wenn es weder noch nicht genau weiß, was es will, ist temperaturausgleichend und trotzdem weich kuschelig. Luftig leicht ist die Wühlseidendecken, ist ein Klassiker unter die Zudecken und die ist auch sehr anschmiegsam. Speziell für heiße Sommernächte gibt es eine kühlende Leinendecke, die ist gut waschbar, strapazierfähig und die gibt es auch fürs Gitterbett. Und wir haben natürlich jetzt zum Sommerstart schon einige Zudecken reduziert. Und mit den steigenden Temperaturen dürfen natürlich auch wieder bunte, sommerliche Farben einziehen. Bei der Bettwäsche achtet Ammerer schon immer auf beste Qualität, denn diese spüren wir Nacht für Nacht direkt auf unserer Haut. Für jede Vorliebe haben wir eine große Auswahl. Klassiker Makosatin oder Seersacker-Bettwäsche. Eine Bio-Baumwolle gibt es, eine Leinen-Bettwäsche. Ein kühlendes Tänzel haben wir natürlich jetzt auch und neue Muslim-Bettwäsche. Was nicht fehlen darf, ist das passende Leindirkel für den Sommer. Wir empfehlen ein Tänzel-Leindirkel, halb Baumwolle, halb Tänzel. Ist bis 35 cm Matratzenhöhe passend und ist jetzt 10% günstiger zum Saisonstart. Mit dieser Auswahl und bester Beratung sind Ihnen angenehme Sommernächte garantiert. Alle Angebote finden Sie im Ammerer Onlineshop und in allen 11 Ammerer Filialen. Betten Ammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Matthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding, Bad Hall und Salzburg. Der Bezirk Ried ist gerüstet für die lange Nacht der Forschung, die heuer am 24. Mai über die Bühne geht. Da öffnen 11 Betriebe und Institutionen an 9 Standorten von 17 bis 23 Uhr ihre Tore, um den Besucherinnen und Besuchern Einblicke zu geben, wie Forschung in den regionalen Hochtechnologiebetrieben tagtäglich gelebt wird. Alle 2 Jahre ein Pflichttermin quasi. Ja, weil es einfach die Innovationskraft der Betriebe in der Region zeigt. Und es ist wunderbar, das an einem Abend ansehen zu dürfen. Wir haben 2018 zum Beispiel eine Besucheranzahl, das war so die Spitze, 13.000 Besucher an diesem Abend gehabt. Und ja, wir schauen natürlich, dass wir das Ganze jetzt auch wieder steigern mit vielen spannenden Themen, mit vielen spannenden Mitmachstationen und Forschungsprojekten, wo einfach wirklich jede Altersgruppe die Möglichkeit bekommt, in den Unternehmen hinter die Fassade zu blicken. Und das Angebot rund um die lange Nacht der Forschung ist äußerst vielversprechend. Ja, bei der SGL werden wir unterschiedliche Stationen haben, wo wir hauptsächlich in der Produktion wirklich den Prozessablauf von der Phase bis zum fertigen Bauteil jeden näher bringen möchten und so herzeigen wollen. Also Phil bietet heuer wieder eine Firmenführung an und wir legen da den Fokus auf den aktuellen Megatrend Mobilität, Umwelt und Gesellschaft und stellen dabei die Bildung der Zukunft ein bisschen näher dar. Ja, wir zeigen spannende Sachen aus allen 5 Bereichen, Lehrwerkstatt, die Skiservice-Schleifmaschinen, einen Parzellenmähdrescher, Holzdünnschnitt-Bandsäger, man kann auch die Fertigung besuchen. Wir versuchen die
ganze Firma wieder ordentlich zu präsentieren, ordentliche Unternehmensführung mit allen Stationen, technischen Stationen, was wir produzieren, wie wir produzieren, um hiermit auch wieder technisches Personal bei uns im Betrieb zu bekommen. Ja, wir werden bei der langen Nacht der Forschung sehr viel mit Robotik machen, vom kollaborativen Roboter über den industriellen Roboter. Die Leute haben die Möglichkeit, diese selbst zu programmieren, einfache Aufgabenstellungen zu realisieren. Also die Firma Scheuch ist ja sehr aktiv im Umweltschutz und was darf da natürlich nicht fehlen, das sind Themen wie CO2 und Digitalisierung. Wir präsentieren robotisch unterstützte Operationsmethoden und man kann selber auch probieren, am Simulator eine Augenoperation durchzuführen, und für unsere kleinen Gäste kann man Wundversorgungen trainieren oder sich einen Gips anlegen lassen. Dieses Jahr geht es um das Thema künstliche Intelligenz, generative AI in Spielen, und man wird verschiedene KI-Tools ausprobieren können, man wird vielleicht einen Spielcharakter erstellen können, und der Plan wäre, dass man das auch in ein Spiel umsetzt, einbaut und dass wir vielleicht gemeinsam ein Spiel entwickeln. Gemeinsam mit der Colt Prüfung und Test GmbH zeigt die FACC Einblicke in die Luftfahrtindustrie, was wir in der Zivilluftfahrt machen, was wir im Bereich der Drohnen machen, und gleichzeitig wird es ein Gewinnspiel geben für einen Rundflug durchs Innviertel, und ich glaube, das ist ein ganz schönes, rundes Paket an dem Abend. In der Langnacht der Forschung werden wir eher so Hands-on-Themen haben, das heißt, jeder darf mitmachen, darf was produzieren, darf mit einem 3D-Drucker spielen, darf einen Roboter zusammenschrauben, also alles, was interaktiv ist und die Leute für Technik begeistert. Weitere Infos für noch mehr Begeisterung unter langenachtderforschung.at. Mitte April hat die Magda Maria Musel MA den Personalvorstand im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried übernommen. Das Herz der engagierten Betriebswirtin, die auch einen Hochschulabschluss in Caritaswissenschaften und werteorientierten Management hat, schlägt für das Personalmanagement. Oberösterreich zeigt Herz. Oberösterreich hält zusammen. Oberösterreich hilft sich gegenseitig. Oberösterreich bist du. Oberösterreich sind wir. Gemeinsam fällt vieles leichter. Sei dabei, zeig Herz und Engagement auf zeig-herz.at und treffpunkt-ehrenamt.at. Mitmachen. Staunen. Entdecken. Wissenschaft hautnah erleben bei der Langen Nacht der Forschung am 24. Mai in ganz Österreich bei freiem Eintritt. Schwanensee ist ein weltberühmtes Ballett zur Musik von Peter Iljitsch Tschaikowski. Mit diesem Werk rund um den weißen und den schwarzen Schwan feiert Ballett Ried sein 25-jähriges Jubiläum. Es ist einfach pure Emotion, also die Verzweiflung vom weißen Schwan und die Verruchtheit vom schwarzen Schwan. Es passiert so viel gleichzeitig und es ist einfach nur mitreißend. Bei den Hauptrollen von Schwanensee geht es darum, das Böse zu bekämpfen, damit das Gute siegt. All das in Spitzenschuhen. Wie 4 war, habe ich erstmal gesagt, ich möchte Ballett machen. Und wie ich dann da hergezogen bin, habe ich das erste Mal die Möglichkeit gehabt, dass ich wirklich zum Tanzen anfange. Und es ist einfach, ich kann meine Emotionen wirklich zeigen und es war immer ein großer Traum für mich. Also Ballett Ried ist definitiv meine Familie. Es sind auch meine Anfänge. Ich glaube, ohne Ballett Ried wäre ich sicher nicht auf den anderen Bühnen dieser Welt. Und deswegen bin ich immer sehr dankbar, wenn ich zurückkommen darf. Und ich bin immer gern da, falls sie mich brauchen. Die Ballettschule Ried ist wie eine große Familie. Hier tanzen 50 Tänzer und Tänzerinnen im Alter von 4 bis 70 Jahren mit. Das tänzerische Können ist entscheidend, das Outfit auch. Ein Ballettkleid und Ballettschuhe und auch Strumpfhosen. Also wir haben angefangen zum Proben, jetzt für das vor 3,5 Monaten. Es waren jetzt gut 100 Tage und das war echt 3-4 Mal die Woche im Tanzsaal, also bis zu 3 Stunden. Und es ist wirklich, also viele Leute kennen jetzt diese HIIT-Trainings, die man auf YouTube überall findet. Das ist genau das, was wir jetzt eigentlich 3,5 Monate gemacht haben. Einfach gut. Gibt weiter, bis perfekt war.
ich glaube, die Kinder sind das Wesentliche in dem Stück und man merkt halt einfach, wie viel Leidenschaft die da einsetzen. Also auch bei den Proben hat man gemerkt, es ist gar nicht zu viel, es kann gar nicht oft sein, weil ja, sie haben so viel Freude dabei und das ist voll schön zum Sehen. Ja, es ist ganz graziös, was die jungen Herrschaften schon aufführen. Also meine Enkelin ist ja auch dabei und wir sind ganz stolz. Also es ist allerhand, was da schon gemacht wird in dem Öter. Helena Huber-Ross leitet Ballett Ried schon seit 2010. Geboren in Los Angeles, hat sie ihre klassische Ballettausbildung in Beverly Hills absolviert und war von 1993 bis 2002 Mitglied des Wiener Staatsopernballetts. Es war mir nicht mehr wichtig, auf der Staatsoperbühne zu tanzen, sondern einfach dort, wo das aufgenommen wird, mit großer Freude. Das ist mir das einfach die erste Aufgabe, dass die Teilnehmer und Zuschauer berührt werden im Herzen. Das ist das Auf und Alles. Für mich ist das Ballett. Ballett ist eine harte Schule. Laut Helena Huber-Ross aber eine ganz einfache Verbindung von Körper, Herz und Seele. Sondern für mich ist es die Poesie, das ist diese unglaubliche spirituelle Darstellung von Gut und Böse und das am Ende der gute Sicht. Und das bringt die ganze Ballettfamilie einfach hinaus von seinen Sorgen und Problemen in eine wunderbare Welt von Freiheit und Schönheit. Ja, das ist eben genau das Wort Familie. Wir sind eine kleine Familie, wir halten alle zusammen und es ist einfach ein Erlebnis, auf der Bühne zu stehen, das alles, was man im Tanzsaal versucht umzusetzen, dann auf die Bühne zu bringen. Und das passiert in der Familie einfach am Schönen. 25 Jahre Ballett Ried. Mit Schwanensee wurde das Jubiläum auf edle Weise zelebriert. Erneut positives Ergebnis in der Bilanz 2023 für die Weberzeile Ried. Sowohl die Besucherfrequenz mit plus 4,2% gegenüber dem Vorjahr, als auch die Umsätze mit einem Plus von über 5% gegenüber 2022 zeichnen eine deutliche Kurve nach oben. Damit konnte das bislang beste Jahr 2022 des Rieder Shopping Centers seit der Eröffnung im Jahr 2015 nochmals übertroffen werden.